Neue Woche, neues Glück, alter Turbodiesel, der verzückt. In dem Sinne, meine Lieben, begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe von ja, es tut immer so gut am frühen Morgen schön mit meinem Turbodiesel zur, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, zur Arbeit zu fahren. Im Moment ist es ja noch nicht so. Zurzeit ist es ja so, dass ich den Nachwuchs zur Schule bringe. Und ja, heute heißt es dann mit Rückenschmerzen sich gleich ins Büro quälen und da noch die letzten Eintragungen von ja, machen, wo mal wieder die Leistungsnachweise gefehlt haben oder geändert werden mussten, weil mal wieder irgendjemand sich falsch eingetragen hat. Das steht jetzt heute Morgen bei mir an. Und wenn ich dann hier in der Ecke unterwegs bin, da kommt mir immer wieder hoch, wie sehr ich es eigentlich hasse, hier morgens Auto zu fahren. Stau. Dann immer wieder Idioten, die meinen, sie müssten die Kreuzungen nicht frei halten. Naja, der übliche Wahnsinn. Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt dafür brauche, für den ganzen Kram. Sollen wohl wieder mal ordentlich Dokumente sein, die ich dann nachtragen muss. Lassen wir uns mal überraschen. Und genauso lassen wir uns überraschen, was die Woche noch für uns bereithält. Ja, ja. Kalenderwoche 4 haben wir jetzt. Und ja, jetzt ist auch so langsam der Übergang ins Krankengeld. Also ich bin gespannt, wie das alles läuft. Und ja, dann heißt es abwarten und Tee trinken. Ja? Ja, viel hin und her, viel Heckmeck. Jetzt gerade bin ich aktuell dabei, ja, bei eBay die Registrierung abzuschließen. Also tatsächlich muss man erstmal weitere Daten angeben bei eBay, bevor man da wieder verkaufen kann. Also die mussten jetzt einige Sachen machen oder wollten einige Daten von mir noch haben. Dementsprechend, ja, kann ich jetzt auf eBay hoffentlich verkaufen, wenn er endlich mal hier den Vorgang abschließt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger am Laufen. Ich will eigentlich Artikel einstellen, aber irgendwie, naja, man muss halt gucken, wie das alles funktioniert, ne? Ja, also im Großen und Ganzen, ja, sortiert habe ich relativ viel. Das heißt, ich stelle die Sachen jetzt ein, nach und nach. Und ja, mal gucken. Also natürlich laufen die jetzt nicht immer zu optimalen Zeiten aus. Aber ich glaube, wer das haben will, der wird auch schon entsprechend darauf bieten. Interessant ist manchmal tatsächlich, was mir bei eBay oder was eBay da jetzt so beim ersten, was ich eingestellt habe, als Startpreis und als Sofortkaufpreis empfohlen hat. Das ist echt interessant in jedem Fall. Ja, muss man jetzt gucken, ne? Ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass das hier, wie gesagt, ist jetzt über eine Minute schon dran. Anderthalb Minuten mit Vorgang abschließen. Ah, okay. Ja, dann gucke ich jetzt mal weiter, dass ich mich mal hier durchhusel und stelle die nächsten Artikel ein. Ja, mal wieder so ein bisschen Update zum Wochenvlog. Ja, Physio irgendwie voll verpeilt gestern, aber naja. Muss ich halt unterschreiben, fertig aus, damit hat sich das. Aber ja, Anträge von der Krankenkasse sind schon ein paar gekommen, die ich gekriegt habe. Bisher war noch nichts im Kasten wegen dem Krankengeld. Die wollen sich da ja nochmal vergewissern, dass die Bankverbindung richtig ist. Ja, bin ich mal gespannt, wann das kommt. Ob mein Arbeitgeber mich schon vorzeitig jetzt abrechnet oder mit dem normalen Tonus mit den anderen Mitarbeitern, das wird sich jetzt zeigen. Weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt, der Monat ist noch nicht rum, ich bin aber aus der Lohnfortzahlung raus. Dementsprechend, ja, muss man halt gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ja, einstellen bei eBay ist gut weitergelaufen auf jeden Fall. Ich habe also einige Artikel jetzt drin. Es sind halt vor allem die besonderen Sachen, die ich bei eBay einstelle. Ein Teil habe ich noch mit VB bei Kleinanzeigen drin. Ich werde auch, soweit es geht, es vermeiden,
dass ich bei eBay Kleinanzeigen diese Zahlfunktion von denen nutze. Diese sicher Zahlen ist doch eine schöne Geschichte, aber das sind genau die Verkäufe, die nachher nämlich gemeldet werden, weil die ja über die Plattform abgeschlossen werden. Dementsprechend, ja, muss man halt gucken. Die ersten Sachen bei eBay sind schon verkauft. Manche Sachen habe ich eingestellt, ziemlich direkt Preisvorschläge von den Leuten gekriegt. Manche echt fair, das muss man also auch sagen. Ich sag mal als Beispiel, wenn ich 150 Euro Startpreis drin habe und die bieten 145, sage ich auch ganz ehrlich, meine Güte, die 5 Euro, egal. Wenn das schnell abgeschlossen ist, weg damit, weil ich weiß, wenn ich das zu einem Händler gegeben hätte, hätte ich vielleicht 80 dafür gekriegt, also weg damit. Ich habe es aus den Füßen, ich habe dafür Geld bekommen, schön und gut. Was ich nicht mache, ist, wenn die so unverschämt sind, ich habe einen Startpreis von 90 Euro drin und die kommen mit 65 oder 60 Euro. Ich habe aber schon 2, 3 Beobachter auf dem Ding drauf. Dann gebe ich das garantiert nicht für so wenig weg. Macht sich auch bezahlt, weil genau die Dinger, wo solche frechen Angebote gekommen sind, die laufen jetzt, da sind Gebote mittlerweile drauf. Ich habe die nächsten Sachen eingestellt und ja, ich kann euch ja mal so ein bisschen erklären, dass ich halt meine Sammlung spezifiziere. Ich zeige euch da erstmal so beispielhaft einfach mal so ein paar Sachen. So zum Beispiel der hier, den habe ich damals gekauft, weil er irgendwie cool war, McLaren. Aber das ist ein Auto, wo ich keine Bindung zu habe. Der hier als Beispiel, da habe ich eher eine Bindung zu. Weil das ist so ein Fahrzeug, wo ich durch meinen Vater drauf gekommen bin. Oder auch sowas wie zum Beispiel Mazda MX-5, habe ich selber gehabt, das Auto. Golf 2 war mein erstes Auto zusammen mit meinem ersten, also ich habe damals zeitgleich einen T3 gehabt und einen Golf 2, die ich günstig geschossen habe, wo ich halt gesagt habe, okay, das sind halt, die habe ich günstig gekriegt damals, die Dinger, und habe halt gesagt, okay, die packe ich jetzt, die lasse ich in meiner Sammlung, da das Fahrzeuge sind, wo ich einfach eine Bindung zu habe. Genauso wird hier in der Sammlung bleiben, zum Beispiel der hier. Genau den gleichen, 1995, habe ich hier, das ist so ein Auto, was ich damals als Kind geschenkt gekriegt habe, mit dem ich auch gerne gespielt habe, der dann irgendwann auch einen Platz in der Vitrine gefunden hat. Und jetzt habe ich nochmal original verpackt. Das ist einfach, sowas bleibt dann halt. Ne? Aber so andere Sachen, wo ich keine wirkliche Bindung zu habe, die tue ich jetzt einfach weg, weil ich spezifiziere meine Sammlung lieber und nehme das Geld für die Sachen, die ich kriege, um entweder zum späteren Zeitpunkt die Sammlung nochmal ein bisschen zu spezifizieren, also nochmal genauere Fahrzeuge, hochwertigere zu kaufen oder Modelle zu kaufen, vielleicht auch das Auto in echt kaufen. Ja, also wenn ich den Platz habe, einen alten Käfer, geil, suche ich schon länger eigentlich einen guten, aber ich habe im Moment das Platzproblem, genau wie mit dem Bus. Ja, also ich fahre aktuell, weil ich den Firmenwagen abgeben musste, bin ich viel mit dem Bulli unterwegs. Das will und muss ich schnell ändern. Dementsprechend hoffe ich, dass jetzt schnell viel Geld reinkommt, dass ich halt mir wieder ein Daily einfach kaufen kann. Weil ich keine Lust habe, mir irgendwo privat Kredite zu nehmen, um mir dann noch ein Auto zu kaufen. Das muss nicht sein. Ich hätte zwar die Möglichkeiten dazu, mir bei 2, 3 Leuten entsprechend auch höhere Beträge leihen zu können, aber das möchte ich nicht. Also ich möchte aber auch, das ist mir auch wichtig, ich möchte kein Auto kaufen, wo ich jetzt genau weiß, wenn ich das kaufe, ich habe ein Jahr, anderthalb damit Ruhe, dann ist der nächste TÜV, dann weißt du nicht, ob das Auto drüber kommt. Sowas habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will schon was haben, wo ich sagen kann, das kann ich jetzt 5, 6 Jahre beruhigt fahren. Und das ist nicht mehr in einem kleinen Bereich machbar. Die ersten Fahrzeuge, wo ich so vom Gespür sage, okay, das könnte funktionieren, die fangen bei 4.500, 5.000 Euro an. Wo ich weiß, dass ich was reinstecken müsste, um die erstmal vernünftig zu kriegen. Da reden wir auch Ankauf, also kaufen plus Transport hierhin plus die Reparaturen auch mindestens über 4.000 Euro. Da muss ich halt gucken, wie ich das Ganze am blödesten hingeschoben kriege, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich echt aufgeregt, als ich jetzt, ich habe ja für ein Nachwuchs-Schülerticket wieder beantragt. Wenn ich das so hochrechne, Leute, im Monat 100 Euro dafür, dass das Kind zur Schule gehen kann, dass es da essen kann, das ist schon happig. Wenn ich jetzt überlege, dass ich arbeiten, also im Moment bin ich krank, das ist eine andere, aber ich gehe arbeiten,
ich zahle in das System ein, ich zahle meine Krankenkasse selber, ich erwirtschafte das selber, ich zahle meine Rentenversicherung selber und. Und muss dann noch für Nachwuchs, der im Grunde genommen das Gleiche macht wie jedes andere Kind auch, so viel aus eigener Tasche zahlen. Das soll jetzt auch wieder kein Angriff auf Hartz IV oder so sein, aber mich regt es auf, dass die Leute, die alle 3 Jahre Kinder kriegen, weil sie keinen Bock haben, arbeiten gehen zu müssen, die sich mit teilweise fadenscheinigen Gründen irgendwie bei den Ärzten schaffen, so durchzumogeln, dass sie sich arbeitsunfähig schreiben lassen können, dass die zum einen alles bezahlt kriegen, die kriegen ihre Miete bezahlt, die kriegen ihren Grundsatz bezahlt und haben dann noch die Ermäßigung bei Ticket und so weiter, dass die noch nicht mal ansatzweise so viel zahlen müssen wie ich für mein Kind. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ich könnte mal unten reinschreiben. Aber da geht mir momentan aktuell echt die Hutschnur, wenn ich das so überlege. Wie gesagt, das sind Eigenanteile, die ich zahlen muss. Klar, ich verdiene nicht schlecht. Ich bin in der entsprechenden Klasse, dass ich das Ganze, dass ich diese Zuzahlung leisten muss. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, das ist echt heftig, muss man ganz ehrlich sagen. 100 Euro dafür, dass das Kind zur Schule geht, ist schon krass. In dem Sinne, mal gucken, was die Woche noch für mich bereithält und was ich euch noch so präsentieren kann. In dem Sinne, bis zum nächsten Take. Ja, eine volle Woche geht mal wieder zu Ende. Und dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Stress, ein bisschen weniger Hektik am Wochenende. Nachwuchs ist auf den Geburtstag eingeladen. Heißt, mal ein paar Minuten ausspannen, ausruhen. Und dann davon auch schon fast wieder los, das Kind einsammeln. Aber so ist das halt. Und eBay läuft relativ gut. Die ersten Sachen, die jetzt auslaufen, das sind noch knapp, übermorgen laufen die aus. Hat den Vorteil, dass ich mal versuche, das immer so zu timen, dass dann, wenn die auslaufen, ich das Ganze nach Möglichkeit schon, wenn es zeitnah bezahlt wird, fertig machen kann, zur Post schicken kann, beziehungsweise zur Post geben kann, dass es weggeht. Und jetzt heißt es auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Kartons raussuchen, weil Artikel in bestimmter Größe verkauft werden, wo ich wieder kleinere Kartons für brauche. Aber so ist das halt. Im Großen und Ganzen läuft es relativ gut. Ich habe einige Sachen, wo ich schon absehen kann, dass da auch etwas höhere Beträge zusammenkommen, weil es einfach wieder diese spezifischeren Geschichten sind, die halt irgendwie, ich weiß nicht, ob bestimmte Sammler eBay Kleinanzeigen nicht nutzen. Ist wie gesagt komisch, die waren teilweise ein halbes Jahr oder länger bei eBay Kleinanzeigen annonciert. Jetzt stelle ich sie bei eBay rein und habe direkt teilweise, also teilweise habe ich fast eine, bei einem waren es jetzt 25% Beobachtungsquote, also auf 20 Leute, die sich das aufgerufen haben, waren 5, die es direkt in die Beobachtung gepackt haben. Bieten auch fleißig drauf, also ich kann mich nicht beklagen im Moment. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass die Auktionen ordentlich gepreist auslaufen, dass nächste Woche wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt. Auch diese Zahlungsvorgangsgeschichten bei eBay funktionieren wunderbar. Ich kriege abends steht noch, dass es in Bearbeitung ist. Die Sachen sind zugestellt worden, bis natürlich eBay das verarbeitet hat, dauert das immer ein bisschen. Aber tatsächlich am Tag nach der Zustellung der ganzen Geschichte habe ich das Geld auf dem Konto gehabt. Also das ging echt super, das ging schnell. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich da auch ein Online-Konto nutze. Müsste, glaube ich, auch hier drunter verlinkt sein, das N26-Konto. Und jetzt hoffe ich, wie gesagt, dass die Woche über gut reinkommt, dass sich das Ganze im Endeffekt nachher wieder lohnen wird. Ein Teil von den Erlösen geht natürlich direkt auf Bondora und auf in meine Investments. Das heißt, von dem, was ich einnehme, halte ich in etwa 50%, die direkt in Investitionen gehen. Einfach aufgrund dessen, dass bei Bondora zum einen kann ich relativ schnell über das Geld verfügen, wenn ich es brauche. Und ich kriege es verzinst, besser als wenn es auf dem Konto liegt. Da habe ich mittlerweile auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich bei Bondora Geld abhebe. Das ist innerhalb von wenigen Sekunden bei mir auf dem Konto angekommen. Auch da wieder N26, sprich Online-Banking.
Funktioniert wirklich super. Sache bei Bondora, die Verzinsung muss jedes Jahr versteuert werden. Aufgrund der Tatsache, dass man eben tagtäglich theoretisch Zugriff auf das Geld hat. Ja, das ist jetzt das, worauf es halt so hinausläuft. Dass jetzt die Verkäufe die ersten auslaufen. Dass ja, da hoffentlich die nächsten Tage wieder gut Geld auf dem Konto landet. Weil wir da schon über Verkäufe reden, die ja, auf jeden Fall nette Summen ergeben im Verhältnis zu dem, was ich eigentlich dann, wo ich damals gesagt habe, ich sag mal als Beispiel, im ersten Moment, ich habe das Ding in der Hand und denke mir so, gut, verkaufst du, wenn du dafür 50 Euro kriegst, wäre das schon geil. Ne? So, und dann guckt man ein bisschen nach und stellt fest, dass dieses Modell in der Regel für über 110 Euro verkauft wird. So, dann stelle ich es mit 90 Euro rein. Und wenn es verkauft wird für 90, habe ich immer noch mehr, als ich im ersten Moment gedacht habe, dass ich dafür bekommen könnte. Also perfekt. Ich habe ich halt auch schon gesagt, bei den ganzen Sachen, ich setze die Preise nicht so exorbitant hoch an, wie es manche tun. Weil zum einen, je günstiger ich oder wenn ich drunter bin, habe ich eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich es verkaufe. Und auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn ich die Sachen irgendwo weg habe. Ich denke mal, beim nächsten eBay-Update werde ich mal ein bisschen mehr von dem ganzen Kram auch zeigen, den ich so einstelle. Vielleicht mache ich beim nächsten, ja, das vielleicht einfach, wenn ich das verpacke, wenn ich die Sachen raussuche zum Verpacken, dass ich da mal ein Video mache, euch das auch zeige, wie ich das Ganze handhabe. Weil das ja doch relativ viel Aufwand ist zurzeit. Aber, naja, gucken wir mal. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit bei diesem Wochenvlog. Ja, wenn ich den veröffentliche, ist der live ja schon wieder gelaufen. Das ist ja immer so diese Zeitblase zwischen hier aufnehmen, veröffentlichen und was ich zwischendurch noch mache. Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche, noch einen schönen Sonntag, weil wie gesagt, veröffentlichen tue ich das ja hier immer sonntags. Ansonsten schönen Tag, Nachmittag, Abend, meine Lieben. Bis zum nächsten Wochenvlog, euer Mike.